Ja, hallo, liebe Zuschauerinnen und lieber Zuschauer. Eigentlich sollte jetzt hier der Videoclip kommen über die Anti-Weihnachts-Demo, die ja angekündigt wurde. Allerdings, du warst um 14 Uhr am U-Bahnhof Kurfürstendamm, wo die Demo eigentlich starten sollte. Was war denn da los? Ja, ich war um 14 Uhr am Kudamm und da wollte ich zur Anti-Weihnachts-Demo und da war keiner da. Und du hast gewartet und bist anschließend zu einer anderen Demo gegangen? Ja, anschließend bin ich zu einer anderen Demo gegangen, zum Brandenburger Tor, für die Freilassung von Bradley Manning. Interessant, ich vielleicht nochmal was zur Information. Bradley Manning war ein US-Soldat, der geheime Dokumente WikiLeaks zugespielt hat. Unter anderem auch und offensichtlich Bildmaterial, was zeigt, wie eine amerikanische Hubschrauberbesatzung im Irak wahllos, man kann sagen, Zivilisten einfach abknallt. Und er wurde dann später als Informant enttarnt und saß dann eine gewisse Zeit im amerikanischen Militärgefängnis unter menschenunwürdigen Bedingungen. Er wurde zum Beispiel 24 Stunden in Isolationshaft gehalten und musste teilweise auch Nacktappelle über sich ergehen lassen. Er ist aber seit kurzem in ein normales Gefängnis verlegt worden und ihm droht demnächst der Prozess. Ihm wird vorgeworfen, Landesverrat und Zusammenarbeit mit dem Feind. Für dieses Delikt gibt es normalerweise die Todesstrafe in Amerika. Zumindest wird er lebenslang bekommen. Der Prozess wird demnächst anfangen. Ich denke mal, man sollte diesen Prozess beobachten und sich weiter informieren. Und jetzt kommt der Beitrag, den er gedreht hat. Band ab. Nun Bradley Manning vor, militärisches Personal und die nationale Sicherheit der USA zu gefährden, sowie ausländischen Geheimdiensten und Terroristen in die Hände zu arbeiten. Ein Nachweis wurde bisher nicht geführt. Im Gegenteil. Der damalige Verteidigungsminister Gates gab Mitte Oktober 2010 offiziell zu, dass die Veröffentlichung von, Zitat, 70.000 Geheimdokumenten des Pentagon aus Afghanistan keinen nennenswerten Schaden angerichtet hat. So seien keine Informanten in den Dokumenten enttarnt worden. Es geht den USA allem Anschein nach vielmehr darum, die Informationen und die Deutungshoheit der Regierung vermittels des eingebetteten Journalismus zu sichern. Es geht darum, an Bradley Manning ein Exempel zu statuieren. Es geht darum, potenzielle Whistleblower einzuschüchtern und abzuschrecken. Ja. Wir alle sollen unsere Nase nicht in Herrschaftsgeheimnisse stecken. Wir alle sollen den Mund halten. Wir alle sollen die Finger von geheimen Dokumenten lassen. Genau das werden wir nicht tun. Was wir für Bradley Manning tun, tun wir für die Demokratie und Gemeinwohl. 250.000 Dokumente sind viele Dokumente. Aber wir sind auch viele. Gebt Bradley Manning nicht in Vergessenheit. Sorgt dafür, dass auch gerade die Regierung ihn nicht vergessen. Denn das ist es, was diejenigen hoffen, die ihn für viele Jahre, womöglich lebenslänglich, aus dem Verkehr ziehen wollen. Dass die Angelegenheit im Weltgetümmel untergeht. Das Vergessen aber ist der größte Feind der politischen Gefangenen. Bradley Manning darf nicht in Vergessenheit geraten. Wir sollten das nicht zulassen. Free Bradley Manning! Free Bradley Manning! To defend the country against enemies, foreign and domestic. Bradley Manning hat genau das getan. Er hat gesehen, dass in den Informationen, die er als Journalist dauernd ansehen muss, dass da Inhalte sind, die dem Land und den Bürgern schaden. Er hat also diesen Schwur ernst genommen. Er sollte eigentlich eine Medaille bekommen vom Präsidenten Obama. Stattdessen hat der Präsident vor einer Verhandlung schon beschlossen, dass Bradley Manning schuldig ist. Das sollte niemals passieren können in einem Land wie den USA, die sich stolz als Rechtsstaat sehen. Also einmal darf das nicht sein und dann darf es wohl gar nicht sein, dass er 18 Monate lang gefoltert wird, bevor überhaupt irgendeine Schuld, ein Schuldbefund da ist. Lasst uns ihn nicht vergessen, denn er hat das wissentlich für uns getan und die gesamte Weltpolitik hat sich jetzt schon seitdem geändert.